Gut, nächsten mache ich dann den platt. Ich hoffe, er macht mich nicht platt. Er macht mich platt, er macht mich platt, er macht mich platt. Und wie er mich platt macht. Du kriegst mich nicht, du Sau! Das sage ich alles seinem Anwalt, den ich nicht habe. Okay, gleich ist er kaputt. Ich meine, wir treffen schon mal ein bisschen besser als eingangs, ne? So mit Level 40 wäre das nicht so angenehm gewesen hier, aber hey. Kannst du ein anderes Mal lustig sein, bitte? Okay, tschüss. So, dann die nächsten. Und ich habe hier schon ewig nicht mehr gespielt. Schon ewig nicht mehr. Ich meine, wir haben ein bisschen Mana-Wasser, dann kann ich ruhig ein bisschen mit meinen Skills verschwenderisch sein. Ist ja egal. Es ändert nichts daran, dass diese Viecher knapp 7100 P haben, die gekillt werden wollen. Und wenn ich besser treffen würde, wäre das natürlich auch nochmal optimal, aber jeder dritte Hit daneben, das ist mein Leben, ne? Aber was man erwartet mit Level 50, die Viecher sind ja schließlich Level 80 oder so, ne? Hat schon was. Oh, jetzt kommt Riff, sonst füllt er sich auf, Mann. So, tschüss. Thanks for traveling, ne? War ja von dem Holzkopf schon eine halbe Weltreise hier, was ich mit dem veranstaltet habe. Gut. Und jetzt geht mir der Saft aus. Das ist nicht wahr, oder? Ja, super. Tschüss. Mach es gut. Mach's gut, mein Freund. So, dann machen wir mal ganz kurz Mana und ich könnte eventuell einen Schluck trinken, wenn ich lustig wäre. Ich glaube, das mache ich auch. Gut, Mana ist voll. Ich auch. Weiter geht's. Hier hat jetzt zwar noch ein paar Irons, aber das macht mir überhaupt nichts. Das macht mir überhaupt nichts. Ich mach alle klein hier. Ah, hab ich gesagt, oder? Mami! Die Kleine zerbrechlich. Merkt euch das! Bitte? Ah, da guckt er blöd, wa? So, einer weniger von zu vielen.
Und dann bist du der Nächste, glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Fuck, 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 fuck. Nicht gut, überhaupt nicht gut, nein. Ich krieg Schläge. Okay, ja, drei Monster und schon wieder Mana nehmen, das ist geil. Also chillig ist das mal nicht, finde ich, ne? Nicht sehr zumindest. Aber gut, wir probieren noch ein bisschen, ne? Das muss besser werden. Das muss definitiv besser werden. Nur ich habe keine Ahnung, wie, wenn ich ehrlich bin. So, unter den Statuspunkten her passt es eigentlich soweit. Da habe ich dieses Mal, denke ich, alles halbwegs richtig. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es an der Ausrüstung liegt, die ein bisschen blöd ist derzeit, aber. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Guck's dir blöd! Holzkopf! Vielleicht gehen wir gleich auch noch mal woanders hin. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Schwer zu sagen, ne? Wie viel kriegen wir denn hier pro Monster? Ja, gut 1 oder 2% sind es auf alle Fälle. Aber ob sich das lohnt hier? Ich meine, der Killspeed, das ist ja doch nicht der beste, ne? Was halt der Ausrüstung geschuldet ist, ne? Was ich machen könnte, ich könnte mir Buffs holen, damit ich mehr treffe und so. Aber ob ich das wirklich möchte, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Was ich weiß ist, dass es anderswo auch nicht einfacher ist. Im D1 zum Beispiel, da hast du halt irgendwie 10.000 Viecher am Start. Und du kannst dir entweder alle rausluren oder ja, schön einzeln rausziehen. Oder du stellst dir halt nochmal einen dritten Char rein oder einen zweiten, der quasi alle überflüssigen Monster tankt. Wäre alles möglich, ja. Aber ob man auf alles Bock hat, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Was halt am D1 geil wäre, wir könnten ein bisschen ja, mit unseren Skills rumspielen, wie blöde, denn da kannst du Masken, die du beheaden könntest und ja, ne? Du verstehst doch, was ich hinaus will. Und wenn du halt irgendwie alles bis auf ein Monster entfernst, dann hast du es auch chillig. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Und ich glaube außerdem, ich werde eine ganz kurze Pause einlegen und die Mage währenddessen reinholen. Damit ich mich kurz buffen kann und ich werde
zwischenzeitlich wahrscheinlich auch ganz kurz an das D1 laufen. Denn wir sind in dieser Aufnahme schon genug gelaufen. Ich denke, gut, ist immer noch der Spam von Kanonen da drin. Das muss ich auch immer noch verarbeiten. Und wir gehen wieder zurück nach Temp. Eine Sache, die ich ein bisschen gestehen muss, ist, ich habe mir überlegt, ob ich diese Quests hier erst später machen soll, damit wir nicht sofort Folge 55 haben. Aber nach dem, was wir jetzt gerade auf Emok und in FOE erlebt haben, ich bin dabei. Die mache ich sofort. Die mache ich sofort, hey. Gut. Wie dem auch sei, würde ich mal sagen. Ich bin gleich im D1, bis gleich. So, da bin ich wieder und wir sind vorm D1 tatsächlich, denn ich habe was gefunden. Uah! Nicht euch. Das ist ein Monster, der uns vielleicht G50 droppen könnte. Und ich würde es mal versuchen, mit ihm aufzunehmen. Kann natürlich auch in die Hose gehen, wie man sieht. Hallo, wo läuft der hin? Wo läuft der bitte hin? Ein bisschen laufen. Und weg ist er. Er hat es gedroppt. Ich weiß aber nicht, was. Schuhe für den Mage. Schade, hätte klappen können. Aber okay. War ein Versuch wert. Wir haben auch schon eingangs gesehen, ich habe wieder ein bisschen gefudelt. Ich habe Buffs dabei und ich habe mir ein paar Sachen ausgeliehen, aber das ist okay, denke ich. So. Wir gehen gerade mal ins D1 hinein. Und dann geht's hier direkt weiter. Und ich mach gerade mehr die Musik um eins leiser. Schade, wenn das jetzt Schuhe für uns gewesen wären, das wäre natürlich klasse gewesen, aber man kann nicht alles haben. Hätte ich ein bisschen gefeiert, tatsächlich. Okay, Raum 1 ist direkt belegt. Ich habe tatsächlich den Igel mitgenommen zum Freiluren von Räumen, weil ich mir einen Raum für mich schnappen möchte, wo ich quasi in Ruhe vor mich hinprügeln kann für ungefähr noch eine Stunde oder so. So lange würde ich ganz gern heute noch aufnehmen. Mal schauen. Schade, die Maske habe ich nicht mehr erwischt. Wäre natürlich schön gewesen, aber okay, war halt aus der Reichweite. So, okay. Wie sieht's hier aus? Vielleicht schaffe ich es ja, die Anker da drüben stehen zu lassen. Die wäre mir eigentlich am liebsten zum Killen. Erstens, weil es eine Maske ist und zweitens, weil sie die besten XP hergibt. Muss ich nur dementsprechend laufen, dass sie mir vielleicht nicht hinterherläuft. Habe ich sie? Habe ich sie? Nein, ich glaube nicht. Okay. Das Gute am D1 ist, hier ist kaum noch was los. Du kannst in aller Seelenruhe was freiluren. Ich weiß noch früher so, zu den Anfangszeiten, wo im D1 noch viel los war, da konntest du nichts freiluren. Du hast irgendwie 10 Monster rausgezogen und irgend so ein Depp kam immer auf die Idee und hat dir die Viecher runtergezogen und kaputt gemacht. Und du durftest die ganze Scheiße wieder von vorne laufen. Sitzt der mit einer Safe? Nein. Sehr gut. Ah, das war nach Zeiten damals. Ne, das mag ich jetzt nicht, sonst kill ich auch meine Viecher, eventuell. Das will ich ja nicht, ne? Ey, das ist mir fast selber versaut. Okay. An dem muss ich vorbei, denn der gehört ja auch nicht hin eigentlich. Der soll auch noch da rein, in den Raum.
Macht er auch gerade freiwillig. Siehst du, ich kann auf Mobs einreden. Ich kann das, ne? Okay, let's go. Und dann kloppen wir uns hier ein bisschen. Ja. Die Hände Wunsch. Da ist unser Kumpel. Hallo. Ich hoffe, wir spawnen halbwegs gleichmäßig, sonst muss ich zu viel laufen. Das wäre ungeil. Von den Crits natürlich super geil. Ne? Ein Crit und dann ist er schon halb weg. Finde ich gut. So, nächster bitte. Und selbst XP-mäßig sind die noch echt in Ordnung eigentlich. Die bringen uns 0,15. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde das echt viel. Nur 10 Viecher Kills hast du 1,5% gemacht. Das ist nicht viel Arbeit für doch relativ viel XP, wie ich finde. Ein guter Spot leicht. Mehr sehen, das finde ich gut. Das ist lieb von dir, hör mal. Da haben wir einen guten Killspeed, ne? Sag ich nicht nein zu. Da sag ich nicht nein zu. Und ich mach grad mal das Game noch ein bisschen leiser. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, jetzt wo ich Dance of Killing habe, was verdammt laut ist, ein bisschen die Balance zu finden, um das Ganze gut anpassen zu können. Das war früher, wo man bloß eine Art von Lautstärke hatte, nämlich Talk, 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 war das erheblich einfacher. Ich möchte sie auch gut machen, muss ich gestehen. So gut es halt möglich ist. Na komm, fall um. Ich hab nur schon den ganzen Tag Zeit. Ich hab noch mehr zu tun hier. Was ich mir auch überlegt hatte, aber ich weiß nicht, ob ich es umsetze. Ich habe in den Shops neulich gesehen, dass G50 Items recht günstig angeboten werden, so für 100k oder so. Und da dachte ich mir, dass ich da vielleicht auch zuschlagen könnte, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Das weiß ich nicht. Weil man möchte seine Sachen ja auch ein bisschen verdienen und viel Geld haben wir ja eh nicht. Deswegen lasse ich das mal noch offen, ne? So, zack, ein Spin und du bist platt, mein Freund. Und der nächste bitte. Wie am Fließband hier, ne? So muss das. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass so viele Räume im D1 jetzt blockiert sind. Früher war es ja offen gewesen und da hattest du 10 Räume Platz, wo du dich halt verteilen konntest mit deinen Leuten irgendwie, keine Ahnung. Eine Party hat sich mit 3 Räume genommen und dann war da in Raum 5 irgendwie der einsame Archer, der da mit seinem G46 Gear und dem 48er Bogen, knapp Level 50 kurz davor, sich einen nach dem anderen rausgezogen hat, ne? Und sich gefreut hat, dass er seine Ruhe hatte, bis dann irgendwann mal der nächste Idiot reinkam und ihm den Platz weggenommen hat. Ich meine, gut, heute ist eh das meiste frei, aber ja. Ich find's schade irgendwie, immer noch. Aber du kennst es ja, das früher war alles besser Argument. Wobei ich manchmal finde, dass es tatsächlich wahr ist, irgendwie, ne? Also nicht nur in Bezug auf hier das Spiel, sondern auch allgemein. Es ist so vieles, wo man sich denkt, so, ach, früher. Zum Beispiel die Kindheit, da hattest du keine Sorgen, ne? Du hast dir keine Sorgen darüber machen müssen, wo die nächste Grafikkarte herkommt, das schon gar nicht, ne? Aber, ne, einfach auf den Wunschzettel gepackt, keine Ahnung, dies und das und spätestens zu Geburtstag oder zu Weihnachten lag das Ganze unter dem Baum oder wahlweise kam hinterm Sofa hervor. Oder auch Geld ranbringen, ne? Das ist früher auch nicht schwierig gewesen. Da kam das Geld direkt aus der Hand von Mutti, ne? Jetzt, wo man erwachsen ist, da muss man schon gucken, wo die Kohle rankommt. Das ist nicht mehr so einfach.
auch was die Menge der Kohle betrifft. Ne? Also früher hattest du deine 5 Mark gehabt, damals noch, bis es um 1 Euro wurden. Und das hat ja die ganze Woche gereicht, ne? Jetzt guck mal, wie du heute mit 5 Euro zurechtkommst. Viel Spaß. Für 5 Euro, da gehe ich schön im Dönerladen essen und dann ist die Kohle weg. Geil.